Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind hier in dieser Höhle stehen geblieben mit einem prallevollen Inventar und auf der Suche nach Diamanten, die wir immer noch nie gefunden haben und wahrscheinlich auch so schnell nicht finden werden. Genauso gut wie Redstone und was haben wir noch alles nicht gefunden? Lapislazuli haben wir auch noch nie entdeckt. Ich meine, ich würde echt gern dann auch mal in den Nether gehen. Ich hätte nichts gegen Quarz und Netherstein oder Nether oder wie auch immer man es nennen will. Oder nicht nennen, es ist ja schon fertig genannt, aber wie man es betonen will, ne? Ich drücke mich wieder 1A aus hier. Ja, okay. Aber diese Höhle ist einfach echt nicht tief genug, als dass wir hier garantiert irgendwas Tolles finden, schätze ich mal. Bitte geht's nicht irgendwie tausendmal in die Tiefe. Danke. Also das ist mir dann echt nicht wert, da die ganze Zeit. Das nenne ich mal eine Höhle, du. Immerhin, nochmal 4 Eisen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Platz wir noch für Eisen haben. Weil, wie ihr vielleicht in der letzten Folge bemerkt habt, war mein Inventar pralle dicke voll. Pralle dicke voll. Genauso sagt man das. Dein Inventar ist nicht voll, dein Inventar ist pralle dicke voll. Okay. Das kann ich alles noch aufsammeln. Den Stein schon nicht mehr. Wow. Wie diese Höhlen immer am Anfang so, du denkst so, oh, die sind ja voll klein, hier gibt's garantiert nichts. Und dann findest du dich doch wieder nicht zurecht. Okay, da geht's nicht weiter. Kohle hole ich mir nicht, Leute. Könnt ihr vergessen. Hilfe? Unübersichtlich? Wo war ich? Wo kam ich her? Wow, wie flüssig mein Minecraft ohne Shader ist. Voll abgespaced. Voll unnachvollziehbar, dass das dann flüssig ist. Wow. Kam ich hier raus? Voll cool hier. Warum bin ich nicht hier? Warum habe ich nicht hier mein Haus gebaut? Ich mag die Gegend voll und der Himmel sieht voll schön aus bei Nacht. Da ist ein Creeper, der sieht mich nicht. Ich sehe dich auch nicht, ich gehe da mal meines Weges, ne? Oh, da schießt mich jemand ab. Dich habe ich auch nicht gesehen. Bin schon weg. Tschüss, Leute. Und in mein Boot rein. Und nach Hause, nach da. Da schwimmt ein Zombie, der soll mich bitte nicht abschießen. Hier auf dem Boden ist halt echt. Sind so riesige Felder. Nee, das ist Stein. Aber Lehm gibt es hier halt auch deutlich. Aber bis man da runtergeschwommen ist und es abgebaut hat, das lohnt sich, glaube ich, echt nicht. Oh, da drüben. Das müsste Lehm sein. Und der ist. Ah, der ist aber auch so tief. Nee, keine Lust. Ich mag den eher so am Flussbett. Ich bräuchte halt mal einen Fluss, aber ich habe hier echt nur Meer. Ich musste mir mal so eine Map machen sollen. Da gibt es halt so diese Programme. Ich habe, glaube ich, sogar noch eins auf meinem Computer, wo man sich so anschauen kann, wie die Welt aussieht, in der man ist, so von oben. Schöne Übersicht, aber nicht, dass man irgendwie vorgeneriert, sondern nur das, was man auch wirklich entdeckt hat, wird auch angezeigt. Oh. Schick, schick. Aber das sieht halt mit Shader echt besser aus, mein Haus, finde ich. Aber ich lasse ihn jetzt doch vorerst mal aus, weil. Oh, da ist doch gleich neben, genau vor meiner Nase gewesen. Komm wieder zurück! Du Schuft! Wie viel habe ich denn noch Platz für den dritten? Oh, nicht mehr so viel. Toll, und ich reise ewig weit und dann stellt sich raus, dass hier direkt vor meinem Haus so ein schönes, fettes Feld ist. Ja, nee, das lohnt sich jetzt nicht mehr für ein Lehm, den noch das Ding aufzubauen. Es wird schon morgen. Krass. Wow. Ich bin hier gar nicht. Lass mich. Ich bin doch schon weg. Hör auf, mich abzuschießen. Ich will jetzt nach Hause und mein Inventar leeren und mich erstmal wieder aufhübschen und zurecht machen, bevor ich jetzt wieder aufbreche und noch mehr Lehm abhole. Oh, voll schön die Morgensonne. So nach dem Motto, ja, ich wollte unbedingt mal einen Sonnenaufgang miterleben. Kann ich jetzt abhaken? Wer braucht den schon in Real Life, wenn man den in Minecraft haben kann, ne? Traurig. Okay, Stein und Stein. Ich hole mir das danach nochmal neu. Und Erde. Steinernis habe ich hier auch drin. Was kommt hier rein? Holz und Hölzernes. Holz und Hölzernes. Stöcke auch. Kohle habe ich massig. Feuerstein gehört hier gar nicht rein, oder was? Cray Cray. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich Lehm reintun soll. Ich glaube, das tue ich auch mal hierzu. Ah, nee, aber das muss ich ja erst brennen. Das kommt da rein. Was kommt da noch rein? Werkzeug, Essen und Rüstung. Ach, das ist Essen, ne? Nee. Unfertiges Essen kommt hier rein anscheinend. So wie es aussieht. Steaks, 12. Ich hatte ja 12 Steaks, aber warum habe ich mir Brote gemacht? Manchmal bin ich ein wenig neben der Rolle. Wolle, Wolle.
Kies. Nein, Kies kommt hier gar nicht rein. Kies kommt irgendwo da drüben hin. Ja, da, ne? Ist einfach nur nichts drin, weil ich das gebraucht habe. Dann sortiert euch mal bitte schön. Oh, seit wann stacken sich... Ach so, weil kein Wasser drin ist, glaube ich. So war das. Kein Ei. Dreist. Kann ich nicht verantworten, du. Jetzt habe ich kein... Oh, schön. Gefällt mir. Ist hier irgendwo Key, Dings? Sand habe ich hier. Einen popligen. Voll gut. Okay, komisch. Dann brauche ich einiges an Kohle. Dann habe ich 48 Eisenerz. Das ist ja schön. Das gefällt mir sehr. Weil das sich irgendwie, glaube ich... Also es passt auf jeden Fall. Dann geht die Kohle auf. Nein, jetzt nehme ich mal den ganzen Stack. Genau so macht man das. Dann hole ich mir noch ein bisschen... Ja, 32 ist eigentlich viel zu viel, ne? 16 reicht total, glaube ich. Soweit mich meine Sinne nicht trügen. 8 reichen auch. Aber hier mache ich mal nur 7 rein, weil... Weil ich... Ja, ich weiß, ich bin doof. Was brauche ich? Ah, ich brauche nur eine Schaufel, genau. Und ich brauche Essen. Das habe ich natürlich alles rausgetan. Schlau wie eh und je, ne? Hole ich mir mal mein... Warum habe ich jetzt eigentlich das ganze Essen da reingetan? Das Essen gehört darüber. Sowas aber auch. Dreist. Mit Tee. Also wenn sowas richtig dreist ist, dann ist es mit Tee dreist. Dreist. Ja, ich weiß. Ich bin etwas... Ich bin komisch. Ich weiß. Der komische Harry. Mann, ich sollte aufhören mit diesen... Referenzen zu... Cold Mirrors. Tut mir leid. Ah, da oben ist noch eins. Unser Hund bellt. Unser WG-Hund. Das ist grau, oder? Das sieht nicht nur so aus. Graue Wolle. Finde ich gut. Das ist immer noch... Ich habe aber keinen Eimer dabei. Doof, doof. Dann muss es halt so sein. Jetzt muss es so enden. Dann baue ich hier mal noch den restlichen Lehm ab. Dann war das doch hier mal eine gute Lehmaktion. Muss ich mir halt noch schauen, was ich dann für ein Lehmhaus baue. Ich meine, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Lehmhaus bauen würdet. Weil, ja, was auch immer man mit Lehm alles bauen kann, ne? Da bin ich ja offen. Ich meine, man kann einfach ein ganz normales Haus bauen, klar. Aber ob es dann irgendwas gibt, was gerade aus Lehm gebaut sein sollte... Irgendwie so ein rustikales, was weiß ich, Haus, ne? Kennt ihr? Das ist der offizielle Name davon. Das rustikale, was weiß ich, Haus. Das nenne ich dann so, wenn ich ein Haus gebaut habe, was keinen speziellen Zweck hat. Und wenn ich es nicht vergesse, dass ich es so nennen wollte, dann nenne ich es das rustikale, was weiß ich, Haus. Dann laufe ich mal zurück. Boah, noch ein Hühnchen. Leg Eier. Habe ich nicht Eier gesammelt gehabt? Komisch, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich... mehr Eier hatte. Jetzt ist aber Unruhe hier bei uns in der WG. So was aber auch. Wolle, Wolle, manche Strecke, wie ich einfach überhaupt nicht mehr nach hinten gehe zu meinen anderen Schafen, sondern einfach immer nur noch hier vorne. Apropos, ich habe kein Rosenrot mehr, ne? Glaube ich, befürchte ich fast. Doof, doof. Weil ich hätte gerne doch... Nein, rohes Rindfleisch, aber da habe ich Rosenrot. Weil ich will noch mehr von den Schafen rot werden. Für... Ja, kein Wunder, dass keine Eier kommen, wenn unser Hühnchen tot ist oder wo auch immer es hin ist. Wir hatten eins, ich bin mir hundertprozentig sicher. Sowas aber auch. Mies, warum ist das weg? Das finde ich schade. Je, und diese rosanen... Die sind ja schrecklich. Was will ich denn mit rosaner Wolle, bitte? Das ist ja ganz eklig. Sowas aber auch. Kann ich das mit Dingsrot einfach... Kann ich die rosanen rot färben? Oder ich färbe eins von denen rot und ein weißes färbe ich noch rot. Okay, so mache ich es. Und ich habe natürlich kein Weizen dabei. Wie immer. Und jetzt weiß ich auch total, welches von denen rosa war, ne? Ich sag einfach mal, dass du rosa warst. Wo geht es überhaupt so? Ne, ich glaube, es geht nur so. Schlau. Egal, mach das einfach so. Jetzt habe ich kein Dings dabei, ne? Ja, okay, dann bleibt ihr halt unvermehrt. Ist mir auch wurscht. Ich bräuchte auch mal einen Dungeon. Dungeon wären auch nicht schlecht. Ach Gott, ich brauche so viel und ich habe so wenig.
Tragisch. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Richtung. Ich könnte auch mal in diese Schlucht runtergehen. Die sieht nämlich recht interessant aus, finde ich. Oh nein, meine Schaufel gibt fast den Geist auf. Oh no. Was ist hier unten überhaupt? Oh, da ist sogar was. Sieht nicht nur so aus. Ist auch so. Ja, super, ne? Ich würde mal sagen, ich hole mir einen Wassereimer und dann schwimme ich da mal schnell runter. Das müsste nämlich eigentlich recht gut gehen. Jetzt ist hier Unruhe in der Wege. Ich glaube, ich muss echt mal Aufnahmepause machen. Sonst habe ich hier die ganze Zeit komische Hintergrundgeräusche, die man gar nicht zuordnen kann. Extraterrestrisch oder wie das heißt. Ja, ne? Profi am Werk. Okay, jetzt muss ich da das wegmachen. Jetzt ist die natürlich kaputt gegangen. Das war ja vorauszusehen. Okay, aber hier komme ich trotzdem noch raus. Das ist natürlich gut. Ungut, ungut. Auch wenn es gut ist. Also gut, gut. Ja, ich bin ein wenig komisch drauf. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Was wollte ich machen? Ich bin schon wieder völlig von der Rolle. Genau. Wasser wollte ich mir holen. Ein Wassereimer. Und ich habe natürlich keinen, weil ich habe kein unendliches Wasser mehr, weil ich mir das weggebaut habe. Bin ich eigentlich Mischüge? Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß es nicht. So, dann kann ich daraus schon die ersten Steinsiegel machen. Soweit ich weiß, muss man dafür nur. Ja, ich hatte recht. Das ist natürlich bon. Bon. Bonsoir. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Dann hole ich mir ein Eimer und tue die ganze Rest hier wieder rein, das ich nicht brauche. Wolle, wolle. Wolle, wolle, wolle. Manche Strecke. Das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ja, ich kann das voll gut. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Ich brauche hier irgendwo. Ich kann es ja einfach da unten reinmachen. Nochmal 46. Burn! Okay. Jetzt muss ich mich nochmal kurz sortieren, bevor ich wieder aufbreche. Oder vielleicht breche ich auch erst in der nächsten Folge auf. Es sind schon wieder 12 Minuten. Ich glaube, ich sortiere mich einfach noch ein bisschen. Ich habe echt zu wenig Sand. Ich brauche deutlich mehr Glas. Ich muss unten noch im Dings mir Glas hinbauen, ne? Dings, ihr wisst Bescheid. Ne, Feuerstein habe ich, glaube ich, da drüben reingemacht, soweit ich es weiß. Ja. Muss ich hier mal wieder sortieren. Und ich brauche echt mal mehr Knochen. Ich brauche so einen Grundstein von 8 Knochen. Das ist immer ganz praktisch. Ich kann nämlich auch mal wieder sortieren. Das. Upsala, sorry. Kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Nee, so kommt es. Nee, das kommt da. So. Jetzt gleich habe ich's. Essen brauche ich eigentlich auch da. So mache ich das. Okay, dann tue ich den Pflasterstein da rein und hole mir einen neuen Stack. Und das kommt rein und hole mir einen neuen Stack. Man braucht immer Stacks. Stecks braucht man immer. Stecks. Steinziegel. Oh, wo tue ich den Steinziegel jetzt hin? Erstmal da rein. Das ist so im Moment meine. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen in Kiste. ein Ziegel habe ich noch. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Hole ich noch den ganzen Rest hier raus, der hier gerade noch gebrannt ist. 12. 13. Wow. Ziegel brennt schnell. Zumindest kommt es mir so vor. Dann tue ich das hier noch rein. Nochmal 11, das sieht doch mal ganz nett aus, ne? Dann würde ich sagen, das sortieren wir jetzt nochmal neu. Jetzt haben wir aber echt schon Eisen. Encore, du. Ne, nicht Encore. Wie heißt es? Wenn man es im Überfluss hat, gibt es auch irgend so ein pseudo-schönes französisches Wort dafür, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich hier schon sortiert? Ja, ach, ich liebe Sortierfunktionen. Die sehen so schick aus. Dann sieht alles so sortiert aus. Okay, ich würde irgendwo, habe ich noch, da tue ich da einfach mal den Rest rein. Ist mir jetzt auch egal, wie viel da dann übrig bleibt. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Und bis dahin, chill mit Öl. Dahin, chill mit Öl. Dahin.